So, was braucht man alles, um eigentlich unser Nummernschild zu montieren? Wir haben hier eine Auswahl bereitgelegt, was man eigentlich braucht. Das ist einerseits unser Set. Hier drin enthalten ist eine Nummer, Halterung, Befestigung und die Klammern. Die Klammern braucht man eigentlich nur, dass man die hier oben zwischen rein tun kann. Beim Einklicken ist es einerseits als Mitte-Markierung einfacher zum Reinklicken und zweitens im Falle des Falles, dass von den Vibrationen her würde die links und rechts ein bisschen rausrutschen, habt es eigentlich hier zwischen innen. Was man sonst noch braucht, wir haben bei uns noch unsere Adapterplatte. Wenn wir jetzt zu lange Aufnahmen haben, wie wir vorher beim anderen TÜV gesehen haben, kann man die montieren und dort drauf dann eigentlich unser Nummernrahmen aufmachen. Für das haben wir hier die Schräubchen. Dort dazu braucht man Drätschi, Zähnerschlüssel zum Anziehen und mehr nicht. Um das auf die Adapterplatte montieren können, haben wir hier kleinere Schräubchen. Für das brauchen wir aktuell einen Schraubenzieher. Die kann man hier ansetzen, die Höhe noch justieren und das Ganze dann montieren. So, und fertig. Was wir jetzt auch noch haben, ein Halter plus der Rückstrahler, die sind Pflicht in der Schweiz. Die kann man bei uns im Shop optional dazu kaufen. Je nachdem, was für einen Halter das du gerade am TÜV montiert hast. Den Halter kann man hier unten über das grosse Loch drin tun. Hinten nachher wieder die Mutter ansetzen. Und dann ist der Halter in dem Sinne eigentlich vorbereitet für die Montage an unserem Halter. Die Löcher sind nicht nur dazu da, um auf die Adapterplatte zu montieren. Man kann auch den Rückstrahler gerade selber hier unten zusammen machen. Für da kann man auch wieder die kleinen Schräubchen hier nehmen, hier durchdrücken. Und dann haben wir hinten mit einer Mutter zum Kontern das Ganze. So hat man eigentlich gerade unser Nummernrahmen in Kombination mit dem Rückstrahler, der obligatorisch ist in der Schweiz. Und so sieht der ganze Halter aus, wenn er vormontiert ist, bevor man ihn noch machen darf.